Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video. Es gibt eine komplett neue Map, wie ihr wisst, komplett neues Captain, das Live-Event war mega. Ich melde mich jetzt auch mal wieder zurück und zwar heute, neue Map, man muss sich eingewöhnen. Heute würde ich euch mal einen guten Ort zeigen, falls ihr vielleicht noch unentschlossen seid, wo ihr landet. Auf jeden Fall, ihr seht es im Hintergrund hier. Hier würde ich zum Beispiel landen bei Slurp Swamp. Ohne Scheiß. Das ist der beste Ort, den ihr haben könnt. Es gibt hier wirklich alles Mögliche. Erstens gibt es hier überall diese Slurpfässer, wie ihr hier seht. Und durch die gibt es einfach immer 10. Und außerdem gibt ihr noch Metallboost und selbst für eure Freunde und eure Teammates könnt ihr einfach auch nochmal einen schönen Boost mithauen. Das heißt, man kommt aus Slurpy Swamp eigentlich immer mit voll Schild raus. Das ist wirklich praktisch. Außerdem gegnertechnisch ist zwar was los, aber... ja, warum nicht? Ein bisschen Action. Ich zeige euch später auch nochmal einen Spot, wo nicht so viel Action ist. Aber natürlich ist am Anfang immer mehr los, weil man erstmal die ganze neue Karte ausprobieren möchte. Außerdem gibt es auch dort auch viel Loot. Es ist ein sehr relativ großes Gebiet. Und wenn ihr hier seht auf der Karte, seht ihr ja diese drei, wie nennt man das? Farben, gell? Wenn ihr da reingeht, erhaltet ihr einfach Schild und Leben. Wie wenn ihr diese Dinger aufmacht, diese Kanister. Ist auf jeden Fall mega geil, der Ort. Kann ich nur empfehlen für jeden, der noch unentschlossen ist, wo er landen soll. Ist einfach gut, Leute. Was will man dazu sagen? Und jetzt zeige ich euch nochmal einen Spot, wo ihr, also wo ihr ein bisschen allein sein wollt. Und ihr wisst schon, wo ihr einfach kein Pro oder kein anderer Gegner herkommen soll und euch stören soll. Also, bis gleich. Ein weiterer guter Spot ist hier in der Nähe von Sweaty Sands. Ihr seht schon diese ganzen Inseln hier. Hier kann man auch sehr leicht mit dem Motorboot umherfahren. Ja, weil es einfach mobil ist, stabil. Außerdem kann man dort viel Fische angeln und viel Stuff kriegen. Und hier seid ihr eher alleine. Es sind zwar ein paar Gegner in meiner Runde mitgekommen, aber es liegt daran, dass der Battlebus daran direkt vorbeigeflogen ist und... ja, die Leute, die Map gut wollen. Aber ich bin sicher, in 2 Wochen wird da nichts mehr los sein. Außerdem ist da die schöne Musik, hört man. Das ist die Lobby-Musik von... das ist diese Fischmusik. Aus diesen 8 Battle Pass war die. Finde ich ganz nice, das Detail, dass auf dieser Koralleninsel diese Musik kommt. Außerdem gibt es eigentlich ziemlich guten Loot. Viel Stein, wie ihr hier zum Beispiel seht. Und viel Holz. Und ist einfach eine schöne Gegend. Auch das Korallenriff dort ist schön, würde ich euch empfehlen. Dann könnt ihr euch, ihr könnt schwimmen, könnt ihr euch auf die benachbarten Insel gehen und da könnt ihr dann auch viel Loot holen. Und ja, ist einfach eine nice Gegend, ist auch sehr schön, einfach detailreich. Aber das hat der Chapter 2 sowieso bewiesen, Fortnite Chapter 2, dass das sehr detailreich ist. Das Einzige, was noch hoch muss, sind die FPS. Aber kann ich nur sehr empfehlen. Ist eine wunderbare Gegend. Gibt's viel Loot. Man ist auch eher für sich, wie man sagen kann. Wie gesagt, es war gerade ein Zufall. Aber dann zeige ich euch jetzt mal eine Drohnenaufnahme, wo ihr noch in diesem Inselparadies hingehen könnt. Bis gleich. So Leute, hier mal die Drohnenaufnahme. Ihr seht schon auf der Karte, wenn ihr einfach links wegschwimmt, also nach rechts wegschwimmt, von der Koralleninsel, dann kommt ihr zu diesem abgestürzten Flugzeug hier. Hier gibt es auch ein paar Kisten und vor allem Metall logischerweise. Da seht ihr rechts die Koralleninsel. Genau, da ist sie. Dann hier gibt es nochmal ein kleines Fort, wo jetzt eher weniger Loot ist. Da würde ich jetzt nicht empfehlen hinzugehen. Aber, ihr seht, nichts. Aber dafür in das große Fort hier oben, da ist eben Sweaty Sands. Ich würde in dieses große Fort hier oben reingehen. Da gibt es auch noch einen Haufen Kisten, da war ich ja auch schon unterwegs für euch. Der Camper-Beauftragte, wie ich mich selbst nenne. Irgendwie traurig, aber ja, irgendeiner muss den Job machen. Und ich meine, es ist okay. Hier gibt es eine große Containerstadt mit sehr viel Kisten. Da nochmal ein richtig schönes Strandhaus. Das könnt ihr alles hinten abgrasen, wenn die Zone da ist. Ihr kriegt unfassbar guten Loot, weil es einfach so ein großes Gebiet ist zum Abgrasen. Und hier auch so schöne Sportwagen. Die Autos sind auch generell wunderschön. Es ist alles so wunderschön in dieser Karte. Alles. Aber das Einzige, was noch gepatcht werden muss, Leute, ganz ehrlich, Jetski auf dem Land. What the hell? Also Motorboot. Hier habt ihr dann nochmal ein kleines Häuschen mit sehr viel Loot und einer kleinen Tomatenfarm. Auch wieder schönes Detail.
Dann hier haben wir halt Holy Hedges, was ein bisschen problematisch ist. Allerdings hier nochmal die Map in ihrer Detailreichkeit. Hier könnt ihr überall hingehen in die kleinen Häuser. Da haben wir zwar Salty nebenan, Weeping Woods. Und da auf den Turm könnt ihr auch mal landen. Da ist auch nicht so viel los. Da Slurp Swamp. Hier dieses Slurp-Wasser. Da müsst ihr hingehen. Da kriegt ihr Schild und Leben. Auch nochmal die schöne Holzfarm oder was es war. Da könnt ihr auch noch hingehen. Da ist auch nicht viel los. Da war ich auch schon mal. Wie gesagt, der Camperbeauftragte. Ist einfach schön. Ist einfach schön die Map. Und da in diesen Fluss könnt ihr reingehen. Kriegt ihr Schild und so. Dann hier ist ja der Damm. Und das Dorf. Genau. Und da, Leute, auf dem Berg geradeaus. Entschuldigung für die Likes, dafür kann ich nichts. Das ist der Replay-Modus, der ist am Backen. Das nervt richtig. Dann seht ihr hier, auf diesem Schneeberg würde ich auch mal landen. Ja, ist wunderschön. Da gibt es auch nochmal einen Haufen Loot. Eben da die Forschungsstation. Hier das Camplager. Ja. Und jetzt da unten kann man noch zur Hütte runtergehen. Und jetzt, Leute, schönster Ausblick. Schönster Ausblick. Genießt ihn. Ignoriert die Leuchtturm. Ja, Leute, das sollte nur ein kurzes Video sein. Es kommt noch ein größeres, wo ich wirklich auch mal, wie soll man sagen, so geheime Landespots zeige, die jetzt vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Das sollte einfach nur mal zeigen, falls ihr wirklich gar keinen Plan habt, wo ihr hingehen sollt. Oder falls ihr noch was sucht. Es gibt so schöne Orte auf der Karte, erkundet sie einfach mal, lasst sie auf euch wirken, wie zum Beispiel hier, Steamy Stacks. Ich muss die ganzen Namen noch lernen, dauert noch, Leute. Es ist einfach eine wunderschöne Karte, probiert auch erstmal selbst. Wie gesagt, mein Tipp ist unten Slurpy Swamp oder die Inseln, auch beides wunderschöne Gegend. Ja, also kommt, bald kommt auch noch Top 5 Seasons mal auch für euch, Leute, nach dem Live-Event von diesen 10 kann ich jetzt auch einranken. Habt noch einen wunderschönen Tag, Freunde. Lasst ein Like da, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und ciao. Bis zur Season.